Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Sonne scheint, das Wetter ist toll und dazu passt was? Passionsfrucht. Natürlich würde manch einer jetzt auch Erdbeere und Co. sagen, aber Passionsfrucht passt auch. Und zwar hier in der Form der Ermann High Protein Mousse. Das ist die neueste Sorte. Inzwischen sind sie bei 1,99 Euro angekommen, wo ich mir so denke, oha. Das ist ein stolzer Preis und wir wollen sie uns anschauen. Die anderen Proteinmousse und eigentlich fast jeder Proteinpudding, die es gibt, vielleicht so die der letzten Jahre nicht mehr. Aber prinzipiell findet ihr alles, was euch aus diesem Bereich interessiert, auch auf meinem Kanal. Schaut da gerne mal in die Videos und wir gucken uns jetzt mal dieses Teil an. Ach, da hört man mal wieder den Krankenwagen. Ihr kennt das, ja. Sieht soweit schon mal ganz ansprechend aus. Ich bin gespannt, wie sie den Passionsfruchtgeschmack hinbekommen. Zuletzt hatte ich, glaube ich, die Sorte Pistazie für euch getestet, die ein Albtraum war. Schmeckte nämlich äußerst künstlich nach Pistazie, ziemlich penetrant. Wir haben hier eine 10% Maracuja-Passionsfrucht-Zubereitung. Bedenkt immer, wenn so etwas steht wie Zubereitung, bedeutet das meistens, dass nicht pure Frucht drin ist. Kann hier auch kaum funktionieren in dem Maße. Die Zutaten sind entrahmte Milch, dann ist Milcheiweiß zugesetzt, also Milch und Milcheiweiß ergibt Eiweißquelle. Aber wir werden sicherlich auch noch etwas anderes finden. Sahne, Maracuja-Saft aus Maracuja-Saftkonzentrat 1,5, Passionsfrucht und Passionsfruchtsaftkonzentrat. Und was ist dann jetzt hier die Zubereitung? Interessant. Wahrscheinlich ist die gemischt mit Milch. Ergibt die Maracuja-Zubereitung? Weil wie kommen sie denn auf 10%, wenn... weil Wasser ist ja nicht drin. Da muss ja irgendwie mit Milch oder so gemacht dann noch sein. Jedenfalls Erythrit, Sucralose, Acesulfam K. Und hier haben wir dann nochmal eine Eiweißquelle, und zwar die Speisegelatine. Die liefert auch was zum Eiweiß dazu. Verdickungsmittel, Guarkernmehl und Co. Die Nährwerte haben wir hier unten. 83 Kilokalorien bei 2,6 Gramm Fett. 4 Gramm Zucker kommt hauptsächlich allerdings von der Milch und natürlich aber auch ein bisschen von den Fruchtkonzentraten. Und 10 Gramm Eiweiß, wie gesagt, davon aber auch ein Teil Kollagenhydrolysat, den ich jetzt aber nicht als viel höher als 1% einschätzen würde, wenn überhaupt, weil Milcheiweiß, entrahmte Milch gibt schon relativ viel dazu. Also ja, wirklich, ich würde sagen höchstens 1 Gramm. Ach scheiße, ich muss noch ein Foto machen, fällt mir gerade ein. Ein Problem bei diesem Mousse ist ja oft, dass die Konsistenz halt ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Denn so locker flockig wie so eine normale, ich sage jetzt mal Mousse au Chocolat, ist das hier nicht. Das ist oft so ein bisschen grob und aufgrund der Bindemittel ist das auch so ein bisschen jiggly, puddingmäßig. Also wie soll ich das beschreiben? Ich zeige euch das jetzt mal. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Also man sieht, das ist so ein bisschen feinporiger, aber jetzt auch nicht irgendwie... ein bisschen grobporiger, jetzt irgendwie aber auch nicht schlimm, aber man merkt das so ein bisschen. Und je nachdem, wenn der vielleicht ein bisschen sich auch mal bewegt hat, kann sich das auch ein bisschen verändern. Also so, so finde ich, also ich finde es eigentlich so jetzt gerade, wie es aussieht, okay. Aber es gibt tatsächlich manchmal, wenn man so eine Mousse hat, dass es so ein bisschen noch grober ist. Und es verhält sich auch ein bisschen anders als eine Mousse. Also eine richtige, normale, klassische Mousse au Chocolat. Aber wir sollten uns ja auch einig darüber sein, dass das hier keine Mousse au Chocolat oder eine andere normale Mousse ist. Farblich sieht es soweit ganz gut aus. Es riecht so ein bisschen säuerlich, fruchtig, irgendwie auch ein bisschen nach Joghurt, finde ich. Ja, obwohl es nicht drin ist, schau mal, wie es schmeckt. So, dann wollen wir mal. Oh, jetzt kommt die Sonne, da muss ich das ein bisschen drehen, sonst überblendet das hier so komisch. Hey. Zuletzt habe ich vielleicht die Lemon Cheesecake sogar für euch getestet. Also, was mich jetzt gerade wirklich ein bisschen baff macht, ist, dass sie von der Konsistenz doch ein... Weil ich habe erst so ein bisschen gemeckert über die Grobporigkeit, aber diese Sorte, ich weiß nicht, ob es nur die Sorte ist oder ob es irgendwas allgemein verbessert hat, aber so ein bisschen besser finde ich das. Es ist ein bisschen feinporiger, auch relativ cremig, vollmundig. Lecker. Ist richtig gut. Richtig lecker. Der Maracuja-Geschmack, Passionsfrucht, ja, das kriegt man auch ein bisschen mit. Die Süße, das muss man mögen. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen Sonne hier reinlassen. Ist so ein bisschen künstlich natürlich. Ey, aber ich finde es lecker. Auch irgendwie, weil das halt so ein bisschen irgendwie nach Joghurt schmeckt. Ich finde auch gut, dass sie hier ein bisschen Sahne reinkippen, dass es nicht so
Insulin schmeckt, sondern also Lean, L-E-A-N. Fettarm, keine Ahnung, warum ich jetzt Englisch gesagt, Englisch geredet habe. Ich habe fast aufgefressen. Schmeckt wirklich voll und man merkt so ein bisschen das Fett, das finde ich lecker. Sehr gute Mousse. Ob sie jetzt meine Liebste, die Lemon Cheesecake vom Thron stößt, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich finde sie geschmacklich richtig gut. Und von daher, wenn ihr die Mousse mögt und ihr mögt Maracuja Passionsfrucht, gerne einmal ausprobieren. Ich bin hiermit zufrieden. Und wenn ihr mit dem Video zufrieden wart, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Adieu und ciao.